Freunde, ich bin wieder zurück und heute wird es wild. Power Baby! Und damit moin Leute, herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe eine kleine Pause gemacht, jetzt bin ich wieder da. Es ist wunderschön, wieder hier zu sein. Habe ich irgendwas verpasst? Du kleiner, gottverdammter Noob, du Go. Du bist ein Bot, ein ahnungsloser Idiot oder du willst Leute einfach nur verarschen mit deiner Dummheit oder mit deren Dummheit, so. Ich glaube nicht. Und natürlich habe ich meine Zeit nicht sinnlos vertrödelt. Nein, ich habe Fernsehen geguckt. Wild. Aber nicht irgendwas. Denn jetzt am Montag kam das wahrscheinlich wichtigste Stück Fernsehgeschichte der deutschen Nachkriegszeit. Jeremy Fragrance Power Baby auf Sky. Und natürlich konnte ich mir nicht entgehen lassen, mir das anzugucken. Damit ihr das nicht machen müsst, habe ich das einfach mal gemacht. Aber ja, offensichtlich fand Sky Jeremy Fragrance damals so geil, als er bei denen zu Besuch war. Jeremy Fragrance ist bei uns zu Gast. Genau, willst du mal Text vor? Parfüms-Influencer, hat Millionen Klicks auf TikTok, auf YouTube. Boah, sehe ich cool aus. Dass sie sich gedacht haben, der Typ, der braucht eine eigene Serie. 5 Folgen gibt es insgesamt. Natürlich habe ich mir alle für euch angeguckt. Und allein schon im Trailer, wenn man diese lasciven Szenen in ganz knapper Badehose sieht, weiß man, das wird gut. Vor allen Dingen auch, wenn man Jeremys Kommentar unter dem Trailer liest. Nummer 1, bis ich sterbe. Und dann geht's weiter. Hashtag Jeremy Fragrance. Ja, man könnte es nicht besser sagen. Vorher hat Jeremy Sky schon ein Interview gegeben und auch da waren ein paar interessante Sachen drin. Kannst du einen Tipp geben, wie man sich eine erfolgreiche Karriere als Influencer aufbaut? Es ist auch wichtig, dass du dir einen Namen gibst, den sich die Leute merken können. Ein Branding wie zum Beispiel Pokémon Peter. Sowas finde ich klug. Und ich habe wirklich ganz kurz überlegt, ob ich meinen Kanal einfach in Pokémon Peter umbenennen soll. Bis ich gesehen habe, scheiße, gibt's schon. Und zwar 2-mal. Ich bin gespannt, wer der echte Pokémon Peter ist. Ich glaube, es wird zu einem großen Battle kommen. Schnacken wir gar nicht rum, gehen wir direkt rein. Erste Folge, Power Baby. Und es fällt direkt auf, wenn man startet, man muss den Jugendschutz-PIN eingeben. Okay. Och nee. Das nur mal, wo wir uns gerade befinden. Und Jeremy startet direkt mit seinen allerersten Worten, die ich zitieren möchte. Ich bin Jeremy Fragrance, der King of Fragrance. Ich bin geil, ich bin stark, ich bin Number One. Gott. Besser kann man so eine Serie eigentlich gar nicht starten. Dann wird kurz gezeigt, auf was man sich alles in dieser Sendung freuen kann. Spoiler, einiges. Geht es dann also direkt los und er bekommt einen Anruf von irgendeinem Typen aus Dubai, wo er den Leuten sagt, ey, nehmt das mal auf, das ist ein wichtiger Typ. Dann redet er 2 Worte mit ihm, fertig, das war's. Dann wird gefilmt, wie er Zuschauer auf der Straße trifft. Dabei passiert folgende Szene, dass er seine Rolex auszieht, dem Typen in die Hand drückt und sagt, hier, dann hattest du auch mal eine Rolex in der Hand. Nett. Ab geht's zum Bahnhof, da möchte er nämlich seine Mutter vom Zug abholen. Es ist aber irgendwie ein bisschen komisch, weil seine Mutter mit ihm die ganze Zeit redet und er mit ihr, er seine Mutter aber nie anguckt. Er guckt immer nur irgendwo anders hin, checkt so die Leute ab, guckt immer so rum, aber nie direkt, irgendwie ein bisschen merkwürdig. Naja, egal, weiter geht's in seine neue Wohnung, die er sich irgendwie gekauft hat. Zeigt er seiner Mutter, findet sie richtig toll. Und ich muss sagen, seine Mutter ist echt knuffig und bodenständig und eine ganz liebe. Also die war wirklich sympathisch, muss man sagen. Es gibt aber ein Problem, denn in dem neu gelieferten Bett für seine Mutter gibt zwar eine Matratze, aber kein Lattenrost drunter. Ist egal, Location wird gewechselt, wir sind plötzlich in Frankreich. Dort trifft er nämlich einen Parfümölhersteller für mögliche Kooperationen. Da läuft er dann so rum, guckt sich die Anlage an und erzählt, dass er das allermeiste Geld, was er verdient, mit seinem eigenen Parfüm verdient. Und da fällt das erste Mal auf, es gibt so Interviewszenen, wo das Team von Sky ihn interviewt hat, wo er dann einfach so auf so einem Stuhl sitzt. Er wirkt nicht so wie er wie sonst. Er ist ein bisschen ruhiger, wirkt ein bisschen normaler. Es kann natürlich auch alles sehr vorteilhaft geschnitten sein, aber man versteht ihn. In diesem Parfümölherstellungsdings gibt es auf jeden Fall einen Riesenhaufen mit Rosenblüten. Da wirft er sich dann 1000-mal rein und wird in allen Perspektiven und Szenen in Zeitlupe millionenfach gefilmt, wie er das tut. Das nimmt wirklich sehr viel Sendezeit in Anspruch. Und dann redet er über Social Media, Reichweite und Aufmerksamkeit und dass man immer irgendwie im Internet der Lauteste sein muss, damit die Leute einem auch zuhören. Passend dazu geht es zum OMR-Festival. Ihr erinnert euch vielleicht, wo Jeremy einen ganz, ganz komischen Auftritt hatte mit folgenden Aussagen. Und ich bin auch ethisch sehr geil unterwegs. Ich könnte es mir sehr leicht machen. Ich könnte pro Tag 5 Mädels bumsen. Ich könnte euch alle verarschen. Ich könnte dir sagen, okay, geil. Finde ich gut, was du machst. Kann ich nicht machen, Alter. Dort trifft er Backstage auch noch kurz auf Nico Rosberg, den Formel-1-Weltmeister. Ist aber irgendwie auch ein bisschen egal, weil Jeremy merkt, dass er bekannter ist als Nico Rosberg. Von daher, was soll's. Und dann kommt dieser
ganz komische Auftritt. Seine Mutter ist übrigens dabei, filmt das die ganze Zeit und findet seine Aussagen auch irgendwie witzig. Und es gab ja viel Kritik im Nachhinein zu diesem Auftritt und er wird sogar von dem Team mit dieser Kritik konfrontiert. Aber er sagt, die Schlagworte wurden irgendwie nur so aus dem Kontext gerissen und er lebt ja ein gutes Leben, von daher, was soll's. Das war Folge 1, weiter geht's mit Folge 2. Da erzählt er, wie schnell er erfolgreich geworden ist und wie schnell er reich geworden ist und dass er seine Mutter auch eine goldene Rolex gekauft hat. Seine Mutter überrascht er dann damit, dass die beiden seine Oma in Krakau besuchen, wo die Familie eigentlich herkommt. Und was ich sehr komisch finde, ist, dass seine Mutter ihn in Interviews auch Jeremy nennt. Finde ich ein bisschen weird, weil er heißt ja Daniel. Seine Mutter hat ihn Daniel genannt und sie nennt ihn trotzdem bei seinem Künstlernamen. Naja, angekommen bei der Oma, der geht's leider gesundheitlich nicht ganz so gut. Die möchte auch nicht gezeigt werden. Aber Jeremy möchte, dass die Wohnung seiner Oma so MTV Cribs-mäßig gezeigt wird. Das tut's geil natürlich auch und zeigt so ein paar geile alte Tassen, ne? Und wie hier der Schrank und so. Vielen Dank. Dankeschön. Und Jeremy denkt so an früher und reflektiert und merkt, dass die wichtigsten Sachen im Leben eigentlich nichts Materielles sind. Er hat nämlich gemerkt, dass Geburt, Liebe und Geschlechtsverkehr besser als die goldene Rolex sind. Ja, okay. Außerdem stellt er fest, dass er Tiere zwar mag, aber doch lieber ein Kind haben möchte als ein Haustier. Und dass er sagt, ja, in spätestens 2 Jahren werde ich auf jeden Fall ein Kind haben. Er hat halt nur gerade keine Freundin, aber das kriegen wir schon noch hin im Laufe der Sendung bestimmt. Außerdem erzählt er von seinem Bruder. Die beiden haben sich wegen Business damals gestritten und aktuell keinen Kontakt. Aber Jeremy sieht das ganz entspannt, ja. Er ist dann wieder in Miami, hat uns erzählt, wie viele geile Immobilien er überall hat. In Miami, in Deutschland, in Polen. Schläft in Miami, aber in so einem ganz kleinen Hotelzimmer. Irgendwie auch komisch. Aber es fällt ein weiteres wunderbares Zitat. Ich habe finanzielle Höhepunkte erlebt. Ich habe sexuelle Höhepunkte erlebt. So langsam geht es Richtung Endspurt. Was auch immer mit diesem Endspurt gemeint ist, ich möchte es vielleicht nicht ganz wissen. Und dann läuft er da so an der Promenade lang, sucht sich noch eine Badehose, er hat keine dabei leider. Und fängt dann an, mitten auf dem Gehweg so Liegestütze zu machen, geht zu irgendwelchen Fitnessgeräten, wo eigentlich Leute gerade dran sind und versucht das irgendwie so zu bewegen. Er sagt dann auch, dass er gerne eine Freundin hätte, die er zur Frau nehmen kann. Und flirtet dann auch so mit der Frau aus dem Sky-Team. Auch die Frau hier hinter der Kamera ist mega. Auch eine attraktive Frau. Ja, Riz ist auf jeden Fall da. Und 2 weitere Zitate fallen auch zum Thema Frauen. Jetzt wird's heiß mit dem Dating, okay? Und dass die Suche nach einem Girl eine höhere Priorität hat als das mit seinem Bruder. Das war schon mit Folge 2. Folge 3. Er ist immer noch in Miami und er bringt einfach so ein Mädel mit, was er gerade irgendwie so auf der Straße getroffen hat. Ja, Jeremy findet die ganz, ganz toll und ganz attraktiv und versucht irgendwie mit ihr zu flirten, was leider sehr, sehr unangenehm ist. Ja, er steht nur so neben ihr, druckst herum, so, ah, was könnte ich sie fragen, was ist dein Lieblingsessen? Er weiß noch nicht so ganz, sie hat geraucht, sie ist tätowiert, ob sie wirklich was für ihn ist, aber sie tauschen auf jeden Fall E-Mails aus. Dann werden da so Szenen zwischengeschnitten, wie er in ganz knapper Badehose in Zeitlupe so am Strand langläuft. Mua, auch wirklich was fürs Auge einfach. Und Jeremy erzählt, er ist schon seit über 10 Jahren Single. Wenn er in einer Beziehung wäre, dann würde er natürlich das Geld nach Hause bringen. Und er sagt, er würde in einer Beziehung noch krasser werden, also noch viel heftiger. Was auch immer das heißen soll. Ich weiß es, ich möchte es auch nicht wissen. Außerdem erzählt er uns, dass er ganz einfach Freunde finden kann. Nämlich, indem er postet, hey, ich bin hier. Dann sagt er, kommen so 23 Leute. Wirklich auch sehr konkrete Zahl. 5 davon findet er interessant und das sind dann seine Freunde. Ja, wenn es doch nur so einfach ist. Also, falls ihr keine Freunde habt, jetzt wisst ihr, wie man es macht. Dann trifft sich Jeremy mit einem Bekannten, der Düfte verkauft. Und was sehr merkwürdig ist, ist, dass die beide auf Englisch reden, aber auf Deutsch drüber synchronisiert sind und Jeremy sich selber synchronisiert. Ja, das ist wirklich total normal und überhaupt nicht merkwürdig. Dem Typen erzählt er dann, wie geil er ist und erfolgreich und dass er in Deutschland gar nicht mehr normal über die Straße gehen kann. Und alle, denen er das ständig in dieser Serie erzählt, immer nur so, ja, okay. Weiter geht's, er besucht jetzt seine Wohnungen in Miami. Die sind offensichtlich massiv im Wert gestiegen, was er natürlich mega krass heftig geil findet. Er wohnt ja immer noch in diesem Hotelzimmer, muss dann umziehen, weil in seinem Hotelzimmer was repariert werden muss. In eins, was direkt an der Tür weiter ist. Und dort möchte er sich Essen machen mit so einer Mikro-Elektro-Herdplatte, die man so an die Steckdose anschließt. Und er hat so eine Pfanne dabei und einen Topf und einen Teller und einen Löffel und möchte sich dann da selber was machen. Ganz merkwürdig, er läuft da die ganze Zeit ohne T-Shirt rum. Er möchte uns aber nicht erzählen, was er isst, weil er noch mysteriös bleiben möchte. Okay, ja gut. Alles klar. Dann trifft er sich mit einem Kollegen und der hat auch noch 2 Kollegen dabei. Der eine von ihm ist Künstler. Und dann redet Jeremy so über Kunst und erzählt, dass er Kunst aber mega blöd findet und er 100 Millionen für die Mona Lisa auch viel zu viel findet. Ja, okay. Er hat dann eine Verabredung mit einer Dating-Vermittlerin. Er erzählt uns, dass er auch viele interessante Mädchen kennengelernt hat.
So wie zum Beispiel die eine aus dem Sky-Team, die er nochmal extra erwähnt. Allerdings wartet er und wartet er und wartet er und die Dating-Vermittlerin kommt einfach nicht. Und dann geht Jeremy wieder. Auch sehr merkwürdig. Und dann war's das mit der Folge. Folge 4. Jeremy geht um 5.19 Uhr morgens im Ozean schwimmen. Und wieder so geile Zeitlupenaufnahmen von ihm in ganz enger Badehose am Strand. Nachdem er sich bei einem Kollegen ein paar Parfüms gekauft hat für seine Videos und er erzählt, dass er sich nie irgendwas von sich anguckt. Weder seinen eigenen Song hat er mal bis zum Ende gehört, noch wird er sich diese Doku ja angucken. Nachdem er das gemacht hat, guckt er sich mit einer Maklerin ein paar Immobilien an. Die erste Wohnung kostet $1 Million, aber irgendwie fühlt er die nicht so richtig, die wird's dann nicht. Als würde man sagen, Brokkoli ist geil, aber es gibt noch geilere Gemüse. Ja, das ist ein wirklich guter Vergleich, wenn es um Immobilien geht. Die zweite Wohnung kostet nur $500.000, die findet er auch sehr gut. Und dann wird ein TikTok eingeblendet, wo er Werbung für sein Parfüm macht, weil er sagt, ey Leute, kauft das mal, ich will mir ein neues Apartment kaufen. Wenn's doch so einfach ist, why not, ne? Dann geht er sich erstmal ein neues Fahrrad kaufen. Wichtig ist dabei allerdings, dass es Schutzbleche hinten und vorne gibt, damit sein 8.000 Euro weißer Anzug nicht dreckig wird. Dann macht er kurz Werbung für sein eigenes Buch und Liegestütz auf der Straße. Ganz normale Jeremy-Sachen. Und er erzählt, dass er Liegestütz manchmal macht als Bestrafung für sich. Wenn er zum Beispiel irgendwo zu spät kommt oder das Wort cool benutzt. Ich weiß nicht ganz, was daran so schlimm ist. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ich mich selbst geißeln sollte dafür, weil ich das Wort gesagt habe. Aber nicht nur das, auch das Wort vielleicht hat Jeremy einfach komplett verboten. Nächste Szene. Jeremy muss Wäsche waschen. Praktisch, alle seine Sachen sind ja weiß. Aber er hat irgendwie keine Waschmaschine, deshalb geht er in einen Waschsalon. Man braucht allerdings dort Waschpulver, was $2,50 kostet. Er hat zwar eine schwarze American Express, aber kein Kleingeld mit. Deshalb fragt er da einen Typen, der da einfach so rumsitzt und noch sehr jung aussieht, nach $2,50, ob er ihm die schenkt. Kann. Und er so, ja, okay, alles klar, bitte gehen Sie. Trick, wenn man mal $2,50 braucht. Allerdings kostet dann das Waschen auch nochmal $3. Das lässt er sich dann vom Team nochmal schenken. In der Zeit, wo seine Wäsche gewaschen werden muss, ruft er eine Hochzeitsplanerin an. Er hat zwar jetzt nicht vor, direkt zu heiraten, aber man kann ja schon mal planen, ne? Ja, er will auf jeden Fall in Miami heiraten. Die Freundin soll in Miami wohnen. Er weiß noch nicht, ob Luxushotel oder Strand, aber er will ja schon mal alles abchecken, was so geht. Die kann damit aber auch nichts anfangen, wenn einfach jemand anruft und sagt, hallo, ich möchte eine Hochzeit feiern. Wie teuer ist das? Egal, seine Wäsche ist fertig. Und weiter geht's zu einem Kunstevent, wo nämlich der eine Typ, der Künstler war, wieder da ist und so ein Rolls-Royce irgendwie anmalen soll als Event, was daraus besteht, dass er einfach nur so orangene Farbe auf dieses Auto wirft. Und Jeremy hält auf diesem Event Ausschau nach potenziellen Partnerinnen und findet auch eine. Allerdings ist er ein bisschen kritisch, weil die sagt, dass sie gerade Zigarette und Marihuana geraucht hat. Deshalb hat er eigentlich nicht so ganz Interesse an ihr, ist ein bisschen schwierig. Er findet sie aber schon sehr gut aussehend, deshalb tauschen sie auf jeden Fall Instagram aus. Und er will auf jeden Fall den Kontakt mit ihr behalten. Das war Folge 4 und wir sind auch schon in Folge 5 angekommen. Jeremy ist zum Networken in so einem außergewöhnlichen Fitnessstudio unterwegs, ist so ein bisschen künstlerisch und er möchte breit werden und trainiert auch so ein bisschen, allerdings ist ihm das Fitnessstudio zu weit weg, deshalb wird das doch nichts. Naja, machst du nichts, ne? Dann erzählt er, dass er sich doch keine der Wohnungen kauft, die er sich angeguckt hat, weil er sich seine Traumwohnung einfach visualisiert hat und das war's halt einfach nicht. Egal, er fährt in einen Zigarrenladen und rollt sich da seine eigene Zigarre. Ich keine Ahnung, wie das zusammenhängen soll, ich weiß es auch nicht, frag mich nicht. Und Jeremy hat vor, seinen Bruder wieder zu treffen und ihm diese Zigarre zu schenken, die er da gemacht hat. Jeremy erzählt uns, dass er noch nie in seinem Leben geraucht hat. Und dann raucht er eine Zigarre. Das erste Mal. Ja, fand er jetzt aber nicht so toll von der Wirkung her. Weiter geht's auf irgendeinen komischen Samstagsmarkt. Und dort läuft er rum und riecht wirklich an allen Dingen, die er da nur finden kann. Dann trinkt er irgendwie so ein komisches Zeug, was da so zwei Typen verkaufen und sagen, ey, du wirst davon eine gute Wirkung haben. Und 5 bis 10 Minuten später sagt er, oh ja, ich spür's. Er fühlt sich dann nämlich so ein bisschen wie der Joker bei Batman, weil er auch immer mit seiner Zunge so in seine Mundwinkel gehen möchte. Toll. Weiter geht's. Am Abend hat er nämlich ein Mädchen getroffen. Ja, er hatte ein Date und hat auf dem Date auch einfach so gefilmt und gevloggt. Er wurde nämlich nicht nur mit der Kamera begleitet, manchmal hatte er selber so eine kleine Kamera dabei. War wohl gut, hat ihm Spaß gemacht, ist egal, weiter geht's. Er trifft sich nämlich jetzt mit seinem Bruder. Die hatten sich damals nämlich wegen Business, wie gesagt, verkracht, weil Jeremy mit der Arbeit seines Bruders unzufrieden war, weil der Umsatz nicht mehr geworden ist. Ja, verstehe ich, dass er dann auch ein bisschen wütend ist, wenn man einfach rausgeschmissen wird. Als Bruder. Der Bruder möchte das auf jeden Fall nicht vor der Kamera machen. Die treffen sich aber ganz kurz. Jeremy fand super. Seine Mutter freut sich, dass die beiden sich getroffen haben. Und dann geht's zurück nach Köln, nach Deutschland. Dort wird ein Fotoshooting gemacht für die Fotos, die dann für die Serie benutzt werden. Und er ist in einem Tonstudio, wo er die Szenen nachsynchronisiert, die er eigentlich auf Englisch gesprochen und dann auf Deutsch übersetzt hat. Ist ein bisschen kritisch, weil er muss sich dabei ja Szenen von sich selber angucken, was er ja sonst eigentlich nicht macht. Aber er findet's mega geil und ist auch schon so ein bisschen aufgegeilt davon. Und dann bedankt er sich bei uns, bei der Produktion, und geht.
Und das war's mit der Sendung. Das waren 5 Folgen Power Baby von Jeremy Fragrance. Und ich sag mal so, es war ein Erlebnis. Man muss sagen, er wirkt nicht ganz so bekloppt und verrückt wie sonst in seinen Videos, wo er ja sehr, sehr viel Energie hat. Er ist hier so ein bisschen ruhiger. Aber wenn ich mir das alles nochmal anhöre, was da eigentlich passiert ist, irgendwie ist es doch weird. Ich habe keine Ahnung, ob er glücklich ist. Irgendwie kann man immer noch nicht so ganz hinter seinen eigentlichen Charakter gucken. Vielleicht ist er aber auch einfach so. Vielleicht, keine Ahnung. Weiß ich jetzt mehr über Jeremy? Nein. Ist irgendwas groß Spannendes passiert? Auch nicht. Und so richtig erfährt man ja trotzdem nichts über seinen Alltag. Er ist mal hier, er ist mal da. Aber was er jetzt genau so arbeitet, weiß man immer noch nicht. Er erzählt zwar immer, er macht viel Business, er macht viel Geld. Aber so richtig davon was mitbekommen hat man auch nicht. Ganz oft läuft er einfach rum und besucht irgendwelche Leute, als hätte er gar nichts zu tun. Und ich kann mir vorstellen, dass selbst die bei Sky gedacht haben, na, irgendwie wird's krasser mit ihm. Aber es ist trotzdem so random und diffus, dass es irgendwie wieder ganz witzig war. Ob es diese Serie aber braucht, ich glaube nicht. Falls ihr aber eine Meinung dazu habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Ich gehe mich jetzt auf jeden Fall hinlegen. Das war genug für mein Gehirn heute. Das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.